Jetzt würde ich riechen, ob es gut riecht. In Tarifa und es steht ein bisschen. Schau, mein Mund ist auf. Ja, wieso eigentlich? Du stehst draußen. Bei uns ist ein bisschen sauber machen angesagt. Oh! Ui, es windet noch, ja? Es windet schon noch. Oh. Wir waschen Bettwäsche. Ja. Es hat es dringend nötig. Kaffeeflecken im Bett. Ja, hast du alles? Davon, ne? Wenn man immer Kaffee im Bett morgens trinkt. Im Bett trinkt und schüsselig ist wie ich, dann ja. Passiert sowas, ne? Passiert sowas. Ich hast glaub, du alle Bettwäsche? Okay, ich habe hier Dinge bezügen, ja. Ich habe hier Unterhosen, Handtücher. Und dann machen wir mal eine 60-Grad-Wäsche, ne? Hier gibt es so eine Eco-Laundry, die soll sehr gut sein. Die testen wir mal. Und anscheinend gibt es schnelles Internet, dann können wir nebenher ein bisschen arbeiten. Dann können wir noch ein bisschen arbeiten, während wir warten. Ja. Und arbeiten klappt? Klappt, ja, aber ich nutze mein eigener Internet, weil es doch nicht so schnell, ne? Nee. In der App hieß es super schnelles Internet hier, aber scheinbar doch nicht. Aber es ist nett hier, man sitzt hier auf so Sofas. Ja, man sitzt gut. Sogar hier ein bisschen. Musik dabei. Grün. Unsere Maschine ist fertig, ne? Ja. Die ganz linke fertig, jetzt können wir es in Ordnung stecken. Schatz? Ja. Ist eigentlich fertig? Mhm. Trocken, manche Sachen noch leicht gefaltet, aber die können wir noch so rausnehmen. Wird auch richtig gut gefaltet. Ist dein Schlaf-T-Shirt mit in die 60-Grad-Wäsche geraten? Ja. Meinst du, es ist geschrunken? Nee, das passt bestimmt noch. Ja. Sieht gut aus. Das passe ich. Ja. Auf jeden Fall gut sauber. War auch nötig. Dann helfe ich dich mal, oder? Einpacken. Okay. Jetzt würde ich riechen, ob es gut riecht, aber. Ich habe gerochen. Ja, ich habe nur den schwitzigen, vollgeatmeten Mundschutz gerochen. Aber das merke ich heute Abend dann. Aber das riecht bestimmt. Besser wie die letzten Tage riecht, auf jeden Fall. Ja, oh, ich freue mich drauf. Ja. Frisches Bett. Ich auch. Herrlich. Und dann ab zurück zum Camping. Ja, noch kurz Brot kaufen. Hi. Einkauf erledigt. Ja. Jetzt geht's jetzt endlich heim. Ja. Im Bus hat eine Bombe eingeschlagen. Wäsche, Einkauf, einfach alles kurz reingestellt. Als erstes geht's jetzt zurück und dann räumen wir alles auf. Genau, das regeln wir dann. Hey, du gehst windsurfen. Jawohl, jetzt schau die Welle an. Cool. Ah, jetzt sieht man es nicht, jetzt kommt gerade nichts. Ja. Aber ihr werdet es gleich sehen. Ist da rechts. Puh. Teilweise ist schon ordentlich was rein. Ja, nur das Blöde ist, der Wind ist komplett Wind weg zum Teil. Ist teilweise auch richtig leicht, ja. Ja. Nicht so einfach, glaube ich. Also. Viel Spaß, passt du auf dich auf? Ja. Ich passe von Land auf dich auf.
Hey, du wird ausgepackt. Geschenke, Geschenke. Schon mal wieder Geschenke. Hey, uns geht's gut. Aha. Bin ich gespannt. Ich auch. Oder weißt du schon, was drin ist? Ich vermute es. Und die Vermutung ist? Die Vermutung ist für mich eine Mütze und für dich eine Käppi. Ah, da bin ich mal gespannt. Auch was für mich dabei. Oh, weil du besonders bist. Aha. Süß. Von Rupti. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Die haben uns auf Insta angeschrieben. Die machen richtig coole Mützen. Hammer. Van Berlos. Ein Van Berlos Käppi. Richtig Hammer, geil. Die sieht richtig schön aus. Und das Coole dran ist, die kann man abklipsen, oh, ja, oder? Abklipsen und dann gibt's. Haben uns, glaube ich, noch andere dazu geschickt. Die können wir gleich mal angucken. Und für mich eine Käppi. Ah, mit Lowy. Unser Lowy. Ah, richtig schön. Hammer. Ja? An der Stelle schon mal vielen Dank an euch. Gefällt uns schon richtig gut. Ja, ich schau mal, ob's das passt. Gucken wir jetzt mal an. Ah, da sind die Patches drin, glaube ich, oder? Ja, genau, noch extra. Mal gucken. Mehr geht immer. Naja, das passt gut sonst. Salty hair, don't care. Auch perfekt. Mhm. Richtig cool. Und? Stay wild, Ausenschalt. Hammer. Richtig cool. Ja, lustig. Echt Hammer. Aber mir gefällt die von Berlus, die lasse ich erstmal drauf. Ja, das richtig hier. Schön. Und was hier, haben sie uns noch Tee mitgeschickt und Center Shock. Boah, die probiere ich direkt glaub, ein. Ich glaube, da zieht es also komplett zusammen, oder? Waren das die, diese? Ja, ja. Die probiere ich mal direkt ein. Welchen hast du? Den Cola. Cola? Ja. Und? Oh, das ist schon Axel. Ah. Man sieht's. Aber lecker. Lecker? Ja. Ist das Sauer schon vorbei jetzt? Mhm. Oh, jetzt kommt's erst. Jetzt kommt's? Von drinnen. Da kommen Kinderheizerinnen. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Meinst du, ich muss es auch essen? Aber trotzdem echt lecker. Jetzt gucken wir mal, was hier noch drin ist. Ja. Willst du weiter ausgucken? Schon echt ein bisschen Weihnachten so, ne? Ja. Pretty Weihnachten. Oh, eine Kerze. Probieren wir mal an, oder? Ja. Ah, die ist gemütlich. Die ist richtig flauschig auch. Richtig warm. Sieht schön aus auch. Ja. Steht hier. Passt die zu meiner Augenfarbe? Warte. Du bist nicht ganz scharf. Ja, ich finde schon. Ihr könnt auch mal schreiben, ob ihr es gefällt. Aber echt schön mit der Lowy auch. Ja, ja, das ist echt schön und persönlich. Hey, aber du siehst auch gut aus. Tada! Sieht gut aus? Sieht gut aus, ja. Gefällt mir mit dem Kork. Und dann von Berlus. Richtig schön. So ein buntes Kork ist das. Hammer. Und von der Form ist okay? Von der Form ist gut, ja. Ja? Ja. Das sitzt auch angenehm. Sitzt gut? Ja. Und die Größe ist auch gut? Perfekt. Sehr schön. Hammer. Ausgestattet cool. Wieder. Hey. Ich bin ein cooler Surferjunge jetzt. Mega. War auch echt dringend nötig, weil das Ding ist ja sau angenehm, aber... Na, das Ding ist, das muss halt mal waschen. Ja, wie wascht man sowas eigentlich? Weil das von ist Hand. Ja so... Von Hand. Ja? Meinst Klar, du? Von Hand. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte es von Hand gewaschen. Aber das ist auch mehr eine Sportcappy, so ganz ja, leicht, so ganz so, leicht zum, zum Joggen. Aber dreckig, also. Dreckig, die musst du mal Hand waschen. Von Hand waschen? Ja. Ja? Okay. Ja, hätte ich gesagt. Ja, dann muss ich das mal probieren. Machst du eh aber nicht, weil jetzt hast du jetzt eine. Du wechselst direkt. Ich wechsel mal, dann gucken wir das so zum Clipsen. Ich mach mal hier Salty Head und Care dran. Auch cool. Schön, ja, die ist was kleiner. Ist fast schöner für dich, glaube ich. Ja, schön. Schön. Toppi. Hammer. Surfen war übrigens ganz, ganz schön. Es war gar, wie gesagt, echt gar nicht so einfach, aber hat wirklich Spaß gemacht. Es ist nichts kaputt gegangen? Es ist zum Glück nichts kaputt gegangen, weil ich bin schon auch ordentlich gespült. Ja. Und jetzt hier der Blick raus ist auch noch traumhaft. Hammer. Die Wellen würden größer und größer. Morgen soll es nochmal größer sein. Gehen wir noch jetzt Wellen reiten oder was denkst du? Oder machen wir genau, wir würden vielleicht noch Wellen reiten. Sieht aber so aus, als ob es schon echt nah an der Küste in Schorbrig ist. Also ja, komm, lass gemütlich machen, oder? Ja. Ey, ich mach mich auch mal an den Center Shock. Ah, das schauen wir. Du hast? Er hat ihn geschluckt, aber eigentlich ist es ein Kaugummi. Ja, das wusste ich nicht. Der ist einfach einmal geschluckt. Hm. Der kommt genauso wieder raus wahrscheinlich. Der wird nicht verarbeitet. Ja. Ist arg sauer? Schon, ja. Och, die Moskitos kommen schon. Schon ewig her, als ich Center Shock gegessen habe, echt als Kind.
Aber als kleines Kind. Oh, du bist voll relaxed drunter. Ja, dir geht's gar nicht so schlimm. Habe ich mich einfach. Sehr schön, aber ich fühle es nicht so schlimm. Ich fand schon echt sauer. Vielleicht ist der Cola schlimmer. Das kann sein, weil ich glaube, der ist was süßer wegen Erdbeer. Kann sein. War harmlos. Schön, haben wir unseren Zuckerschock, unseren Center Shock wieder gehabt. Zuckerschock. Center Shock. Machen wir gemütlich jetzt. Ja, ein bisschen aufräumen. Weil ab heute Abend ist Regen. Oh, stimmt, mein Wing liegt da schon auf der Straße. Ja, nee, genau. Aufräumen, weil dahinter sieht man es vielleicht auch schon ein bisschen. Es kommt dunkel, es wird auch nass. Anscheinend die kommenden 2 Tage. Ja, im Bus sieht's aus. Also, das ist schon echt im Bus, sobald man ein bisschen was liegen lässt. Ich habe das auch schon gesehen, auf dem Camping stehen. Normal musste alles mal aufgeräumt sein, wenn wir da wieder fahren und leben und fahren. Und jetzt steht man einfach, dann wirft man alles irgendwo hin. Ja, aber dann ist es auch und? Auf so ein. Ja, wir was? Übrigens. Ah, neue Pumpe. Ja. Bin ich mal beschriften. War teurer als gedacht. Aber wir lassen die auch nicht mehr auf dem Strand liegen, einfach so, weil irgendwie lädt das ein zu mitnehmen. Aber die pumpt gut, ne? Also ist Hammer, also richtig gut. Da hat was größeres Volumen. Ja, bin aber ich zufrieden. Aber schreibe unseren Namen mal trotzdem drauf. Mach das. Weil viele haben hier diese Pumpe. Und dann räume ich so lange hier auf. Okay, supi. Ah ja, und wegen dem Bilder, ein Freund hier, der Nico, hat ein Insta... Oh, sorry. Ja, die Tüte ist aufgerissen. Ja, dann müssen wir die mal direkt wegschmeißen oder noch eine andere Tüte machen. Nee, wegtun. Wegtun. Auf jeden Fall, die Nico hat ein Insta360-Kamera dabei gehabt. Die habe ich mal kurz auf den Kopf gehabt. Und ich finde schon richtig cool irgendwie die Perspektive. Ihr könnt mal sagen, wie ihr das findet. Ja, macht schon an, so eine Kamera. Also das ist schon nochmal cool, dass man auch einfach richtig die Perspektive vom Surfer mitbekommt. Lasst mal in den Kommentaren da hinten, wie ihr das findet. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja mehr so in der Zukunft dann. Kate hat herrlichen Pasta gemacht. Das gibt schon wieder Kraft nach so einem Tag. Und schau, die Kerze brennt. Wir haben Candlelight-Dinner. Ja. Richtig romantisch. Wie im Restaurant fast. Schön. Danke dir. Tomaten, nur aus frischen Tomaten. Keine, keine Soße, keine Fertigsoße. Keine Fertigsoße, sondern alles nur aus ganz vielen Tomaten. 1,5 Kilo Tomaten. Schön, dann lasse ich mir mal gut gehen. Also, guten. Dann leer aus. Sehr traurig. Ich hatte doppelte Portionen und ich bin trotzdem schneller als Kate. Irgendwie. Ja. Ich sag's dir schon immer: langsam essen, gemütlich. Ist für deinen Bauch besser, aber irgendwie lernst du nicht raus. 50 Mal kauen, mach ich. 50 Mal kauen. 50 Mal auf die ganze Portion vielleicht. Aber nicht pro. Pro Gabel. Ja, jetzt. Pro Gabel. Ja, dann musst du halt jedes Mal immer warten, bis ich leer hab. Dass du auch wieder schöpfen kannst. Ja. Musst du nicht gewöhnen. Nehmen wir nochmal einen Schlag? Na klar. Ja klar. herrlich. Kate, was machst du? Ich mach den Weihnachtsbaum. Aha. Weihnachtsbaum. Wo ist denn der Weihnachtsschmuck? Und da kannst du links. Draußen ist es wirklich ekliges Wetter. Es regnet voll. Und deswegen versucht Kate mal von hier an den Weihnachtsbaum zu kommen. Sie ist in der Garage. Da kriegt sie rein. Und Kate, findest du was? Ich höre sie nicht. Schauen wir mal, wo geht es. Hallo? Soll ich das Raclette auch schon geben? Hi. Hier, ich sehe ihn. Ich sehe den Baum. Ich stehe in der Garage. Im Karton, den brauchen wir.
Und das Raclette für heute Abend. Es gibt Raclette. Mm. Das ist gar nicht so einfach, das rauszuziehen, ne? Ja, kannst du mir rübergeben. Von draußen vom Walde komme ich her. Kann euch sagen, es weihnachtet sehr. Was? Ho, ho, ho. Okay, noch was, wenn ich gerade da bin? Ist Raclette? Nee, Raclette brauchen wir jetzt nicht. Oh, ja, ich hänge hier am letzten Schluss. Mein Pulli. Oh, ich bin gar nicht fest. Brecken hier alles ab. Alles geschickt. Ja. Gut, dass du so schmal bist. Es ist gut, dass ich so wenig gegessen habe. So, jetzt baue ich erstmal den Baum auf. Genau, und hier gibt es dann Schmuck. Am Schmuck und let's go. Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing. Da vorne haben wir einen Platz gefunden. Passt so gerade rein, ne? Ja. Umdekorieren. Oder? Ja, wobei, es ist ziemlich kurz. Jetzt schauen wir mal, ob wir Strom haben und dann gehen die Lichter an. Ja. Oh, es blinkt. Kannst du es auch anders einstellen? Ja. Ja, so ist es gut. So, wann das Baum steht. Wenn das auch steht? Süß, richtig süßes Bäumle. Wir sind vorbereitet. Ja. Und weil es draußen so dunkel ist und regnerisch, haben wir jetzt gesagt, was machen wir? Einen Weihnachtsfilm gucken. Ein Weihnachtsfilm. Mitten am Tag. Mitten am Tag. Ist doch gut. Ja. Warum nicht? Sag bloß, du ziehst was Schickeres an, naja, zu was Weihnachten. Schickeres an. Schick, schick würde ich es jetzt auch nicht schick, schick, aber zumindest keine Jogginghose. Das stimmt. Keine Jogginghose. Ja, wobei, doch, ob deine... Doch, Jogginghose. Wieso? Ja, weil... ja, ja. Dein Jeans ist auch nicht besser, ne? Nee. Ja, aber man sieht ja am Tisch eh nur deinen Oberkörper. Ja, deswegen. Okay, dann... Aber echt schick, ich mir auch nicht an. Okay. Achso, du hast Hemd gesagt, das ist ein T-Shirt. Ein frisches T-Shirt. Verknittert. Selbst wir haben sogar jetzt was Weihnachtsdeko im Bus hängen, das hat uns die Melli vorhin noch gebracht. Süß, ne? Merry Christmas. Was ich für alle auch schön finde, ist so ein kleiner Aquarell. Ja, so ein Anhänger. Ja. Richtig schön. Ich muss mal fragen, ob hat sie das selber gemalt oder? Das kann gut sein. Fragen, sieht richtig süß aus. Sieht echt schön aus. Und dann geht mal raus. Ja. Geht mal raus und zieh meine schöne neue Flipflops ja, an. Ja, wir haben uns neue Flipflops gegönnt. ja. Sag mal. Not gezwungen. Ja. Weil unsere Alte einfach vom Camping geklaut sind. Ja, gut, was heißt vom Camping? Wir sind an den Strand gelaufen zum Surfen. Den Weg, der Camping. Und den Weg, das ist eigentlich der Weg vom Camping. Und dann vor der Brücke hingestellt, damit wir die danach wieder anziehen können. Kamen wir zurück. Beide Paar weg, meine und deine. Kais waren ganz neu. Gute Reefs. Deswegen war, es hat gestürmt und es war voller Regen. Wir waren eigentlich surfen. War niemals. Das ist kein Wetter, um spazieren zu gehen. Und nee. Ja, ist super also, ärgerlich immer. Gar nicht, was passiert ist. Halt blöd. Und anscheinend ist ja irgendwie Flip-Flop-Kriminalität auf dem ja. Camping, weil wir hören schon von mehreren, dass die Flip-Flops ja. da gestohlen werden. Deshalb dachten wir, also, wir geben jetzt nicht viel Geld für Flip-Flops aus, haben uns hier so 2 Euro Billigdinger gekauft. Dann ist es nicht so schmerzhaft, wenn es nochmal passieren sollte. Ja. Ne? Dann stoppe ich mal auf meinen Flip-Flops. Toilette. Toilette, ja, und dann gehen wir zum Raclette-Essen. Ja, okay. Ciao, ciao. Ja, die Sonne hat sich ein bisschen eingetäuscht vor Regen. So sieht es mittlerweile auf unserem Platz aus. Es gibt kaum Platz noch zum Stehen. Hier haben wir so eine Art Brücke. Mit Palette kommen wir dann doch noch mit quasi trockene Füße rein. Ja. Warten wir mal. Falls ihr euch gewundert habt, wo wir eigentlich vorhin waren und den Weihnachtsbaum aufgebaut haben, das war bei meinen Eltern. Die sind nämlich gestern Mittag, Mittag angekommen. Genau, richtig schön.
Family Time. Und ja, mit denen feiern wir jetzt heute Abend Weihnachten. Es wird Raclette. Raclette gemacht. Nee, einfach Raclette gegessen. In Holländisch machen wir immer ein... Krometten, sagt man da dann. Ja. Racletten wäre das dann so wörtlich. Racletten, wir racletten. Genau, lass uns gut gehen. Der Baum steht. Sieht gemütlich aus. Kommt ein bisschen Weihnachtsfeeling auf. Ja, vor allem auch mit dem Wetter, wie gesagt, ja, genau, weil es so dunkel ist. Ziemlich regnerisch. Ja, wir haben ein bisschen Film geguckt, sind dann draußen. Wir waren baden im Bikini in den Wellen, waren voller Algen danach. Ja. Aber war schön. Hat Spaß gemacht. War sehr schön. Also so ein bisschen Kälte und Winterfeeling. Und ist so angekommen ist, bei uns. Ist da, ist mit deinen Eltern mit angekommen. Ja, aber es wird ab übermorgen wird es besser. Ja, und so gehen wir dann die Feiertage rein und ihr hoffentlich auch. Habt schöne Feiertage. Genau. Feiert schön. Was ihr auch macht. Ihr seht es ja am Sonntag, das heißt schönen zweiten Weihnachtsfeiertag dann noch. Ja, und dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Hätte ich mal gesagt. Ja, denke ich auch. Bis dahin. Dann, bis dahin. Schöne Festtage, bleibt gesund. Und munter. Macht das Beste. Dach. Tschüss.